Frage. Ja. Die TTF Fonts installer gibt es jetzt nur für Debian? Bei Fedora muss man mal schauen, die haben sicher eventuell auch Pakete bei der Microsoft Fonts Installation. Da muss man mal schauen. Im Wiki gibt es da oder in Dokumentation gibt es da wirklich sicher Sachen, bis eigentlich ein alter Hut, sage ich mal. Müsste Fedora sogar auch haben. So, also, wir haben das mal geöffnet und ich weiß es nicht, ist es ein Standard Linux Mint, habe ich eben tatsächlich nochmal installiert und wenn wir LibreOffice öffnen, sind die Icons nicht korrekt. Wir können das aber relativ einfach fixen. Dafür gehen wir auf Extras und auf Optionen. Und hier können wir auf die Ansicht gehen. Dort können wir verschiedene Symbolthemen auswählen. Die automatische Erkennung funktioniert wohl nicht so gut. Der hat jetzt hier Colibre Dark. Was ich euch empfehlen würde, ist generell Colibre. Mache ich mal auf Anwenden. Dann sehen wir das. Sieht das gut aus. Es gibt auch andere Themen. Allerdings für die Kompatibilität über verschiedene Plattformen hinweg hat sich Colibre eigentlich als der Standard herausgestellt, sodass, wenn ihr wollt, dass LibreOffice überall gleich aussieht, würde ich euch Colibre empfehlen. Genau. Natürlich kann man hier noch weitere Optionen reinmachen in, oder ändern in LibreOffice, aber wir schaffen das wahrscheinlich nicht alles in 40 Minuten. Von daher, genau, lassen wir es erstmal so dabei. So, ich wollte aber erstmal zur Ansicht gehen. Das ist die Standardansicht von LibreOffice. Vielen Leuten passt die ganz gut, vielen Leuten gefällt das. Ich muss sagen, ich habe die auch lange Zeit genutzt, habe aber in der Zwischenzeit irgendwann tatsächlich die Benutzeroberfläche zu Registerleisten gewechselt. Wir können hier auf Benutzeroberfläche gehen, über Ansicht und dann können wir hier in Registern auswählen. Dann wähle ich auf alle Anwenden aus. Kann man auch nur auf den Writer aus anwenden, wenn man möchte. Und dann haben wir jetzt hier eine komplett andere Ansicht, die so ein bisschen von der Funktionalität ähnlich wie bei Microsoft Office ist. Wurde wahrscheinlich auch davon inspiriert. Ich muss aber sagen, ich finde diese Oberfläche funktionaler. Man findet viel, viel, viel mehr Sachen. LibreOffice bietet einem viel, viel mehr Sachen an. Ansonsten muss man nämlich häufig oben in dieser Menüzeile rumsuchen, wo ist jetzt genau diese Funktion, die ich brauche. Das ist ein bisschen nervig. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Tabelle einfüge, kann man hier direkt eine Größe wählen, geht auch bei der normalen Ansicht. Aber jetzt, wenn ich in der Tabelle bin, bin ich direkt in der Tabellenauswahl und finde hier nochmal viel, viel mehr Funktionen, die mir genau in dem Moment gerade helfen, wo ich natürlich mit dem Cursor gerade bin. Und wenn ich wieder außerhalb bin, bin ich dann wieder in einer anderen Registerkarte. Das macht es eigentlich ganz schön. Und nebenbei gruppiert LibreOffice das dadurch auch ganz schön, dass wir unter anderem jetzt hier im Crashkurs auch, ja, uns ein bisschen daran orientieren können. Wenn einem das nicht gefällt, wenn man da wieder zurück möchte, dann kann man das hier oben über das Burger-Menü machen. Das sind diese drei Striche da. Und dann könnt ihr hier unter Benutzeroberfläche das wieder ändern. Ich bleibe jetzt dafür aber mal drauf. Ich habe irgendwie heute einen Frosch im Hals. Einen Moment. So, ich hoffe, das wird gleich besser. So, dann geht es weiter bezüglich, ja, ansichttechnisch würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal einen Texteditor bedient. Jeder von euch weiß, was fett gedruckter Text ist, was kursiv gedruckter Text ist, wie man den aktiviert und so weiter. Ein, zwei Sachen möchte ich dadurch nochmal kurz zeigen. Ich hole uns erstmal ein bisschen Text her, das kann man beispielsweise mit Lorem Ipsum machen. Das ist so ein, ja, Fantasietext, der sagt nichts, ist aber für verschiedene ja, Beispiele schon mal gar nicht so schlecht. Dann hat man irgendeinen Text, machen wir mal 10 Absätze und dann kopiere ich mir das mal und dann haben wir hier schon ein bisschen Text geschrieben. So. Ich speichere das nebenbei immer mal ab, so direkt im Automatismus kann ich euch empfehlen, nicht nur bei LibreOffice, immer mal Steuerung S euch einzubrennen, sage ich mal, dass ihr das, wenn ihr irgendwas geändert habt, immer Steuerung S kurz drückt zum Speichern. Dann, ja, wenn irgendwas mal abstürzt, habt ihr dann nicht so viel Arbeitsfortschritt verloren. Auch wenn LibreOffice eine Wiederherstellungsoption hat von nicht gespeicherten Dokumenten, möchte man sich da, glaube ich, nicht immer zu 100% drauf verlassen. So. Test, zack, ODT, speichere ich einfach mal ab. So,
Dann haben wir hier unseren Text. Eine Sache, die mich jetzt persönlich am Anfang sofort nervt, vielleicht euch auch, sind die ganzen roten Unterringelungen. Das können wir ausschalten. Dafür gehen wir auf Überprüfen, Änderungen wahrscheinlich. Hier Änderungen. Da können wir die automatische Rechtschreibprüfung aktivieren oder deaktivieren. Kann ich hier einfach mal rausmachen. Dann sind die ganzen roten Dinger weg. Kann ich natürlich wieder anmachen. Und das Coole ist, was auch eine sehr, sehr schöne Funktion ist, wenn man einen Text fertig geschrieben hat, kann man einmal von vorne bis hinten alle Rechtschreibfehler durchgehen. Das können wir hier über Rechtschreibung machen, Rechtschreibung prüfen. Dann öffnet sich hier so ein Fenster, womit durch jedes Wort, was er erkannt hat, beziehungsweise nicht erkannt hat, in dem Dictionary kann man dann hier auswählen, okay, stimmt vielleicht eines dieser Worte da dort überein oder kann dann auch tatsächlich neue Wörter zum Wörterbuch hinzufügen. Wenn man, das ist ganz schlimm heute, ne? Das tut mir total leid. Das tut mir total leid. So, kriegen wir schon hin, ne? Wir waren stehen geblieben bei der Rechtschreibprüfung. Wenn man Protokolle schreibt oder sowas, würde ich euch empfehlen, immer einmal nochmal da durchzugehen. Ein paar Schreibfehler findet man immer tatsächlich, vor allem wenn es ganz, ganz wichtig ist, dass das auf jeden Fall keine Fehler beinhaltet. So, 1, 2 Tipps möchte ich euch dennoch zur Formatierung mitgeben. Das ist jetzt einfach mal so dahin reinkopiert und das sieht noch nach nichts aus. Wenn wir jetzt beispielsweise, was ich euch immer empfehlen würde, wenn ihr ein Dokument schreibt, würde ich euch immer den Blocksatz empfehlen, sieht ein bisschen schicker aus. Was ihr aber am besten nicht machen solltet, würde ich euch nicht empfehlen, ist hier für jeden Absatz hier reinzugehen und dann dieses Blocksatzzeichen jeweils auszuwählen und das für den gesamten Text. Und wenn er dann nochmal was einfügt und so weiter, dann ist es wieder weg und so weiter. Von daher wollen wir uns das eigentlich für dieses Dokument abspeichern. Hey, wenn ich neuen Text einfüge, soll das in den Blocksatz rein. Wie können wir das machen? Wir haben verschiedene Vorlagen in LibreOffice und ich würde euch empfehlen, diese unglaublich häufig zu nutzen. Die haben wir direkt daneben. Das sind diese Dinger hier. Der Standard ist, wie gesagt, jetzt erstmal ohne irgendetwas. Wenn wir jetzt auch eine neue Zeile haben, dann schließt es da auch direkt mit ein. Sieht nicht so super schön aus. Was ich euch generell bei Fließtext empfehlen würde, ist tatsächlich auch die Vorlage Fließtext. Die findet ihr direkt rechts daneben. Das heißt, ich kann mal das gesamte Dokument markieren, kann man mit STRG A machen und dann gehen wir hier auf den Fließtext. Und dann haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen mehr Platz manchmal. Das hängt einfach davon ab, dass diese Vorlage, die ich eingefügt habe, eine neue Zeile extra eingefügt hat. Das können wir hier einfach mal rauslöschen. Und dann sehen wir aber trotzdem, dass wir für jeden Absatz so ein bisschen Platz haben. So, dann haben wir das schon mal. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir uns noch über den Blocksatz kümmern. Wie machen wir das am besten? Wir können hier einmal den Text markieren, wählen einmal den Blocksatz aus und sagen dann Rechtsklick auf diese Sache. Funktioniert hoffentlich? Nee, will er nicht. Dann schauen wir hier mal rechts. Neben dieser Formatierung hier, was ich euch sehr empfehlen kann, ist eine Seitenleiste. Die kann man da, wenn wir ganz rechts hinschauen, über diesen Pfeil, dann können wir die öffnen und dann können wir hier diese Formatvorlagen auswählen beispielsweise. Dort finden wir dann alle nochmal und vor allen Dingen aber auch die Eigenschaften eines Absatzes. Da können wir dann solche Späße nochmal konfigurieren, was wir da erstmal nicht finden, wie Platz nach dem Absatz, kann ich hier einfach ein bisschen größer machen, oder auch Platz vor dem Absatz, Einzug der ersten Zeile, können wir dann hier so ein bisschen einziehen. Eigentlich das, was man eigentlich alles haben möchte. Und natürlich auch alle anderen Formatierungsoptionen, die wir hier oben schon haben, finde ich manchmal sehr, sehr hilfreich, wenn man vor allen Dingen in der Formatierung gerade steckt. Wir wollen uns aber darum kümmern, dass wir diese Formatvorlage aktualisieren. Mit Rechtsklick hat das nicht funktioniert. Die finden wir aber hier auch in der Seitenleiste. Dort können wir dann den Button auswählen, ausgewählte Formatvorlage aktualisieren. Das ist der in der Mitte. Kann ich mal machen. Zack. Und damit haben wir jetzt den gesamten Text im gesamten Dokument in einen Blocksatz verwandelt. Und wenn wir jetzt neuen Text schreiben, neue Absätze hier,
kopiere ich einfach mal, dann bekommen wir immer das Ganze im Blocksatz. Auch wenn wir es als unformatierten Text einfügen. Boah, das tut mir wirklich leid. So, das können wir relativ einfach machen, indem wir mit Steuerung Shift V das auswählen. Dann können wir LibreOffice bestimmen lassen. Beispielsweise, wenn ihr was von Webseiten reinkopiert, kennt ihr alle, dann, wenn man einfach nur Steuerung V in LibreOffice macht, dann kommen da irgendwelche zusätzlichen Rahmen, ganz spezielle Schriftarten rein. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Eventuell will man das einfach nur so reinkopieren, kann man dann mit Steuerung Shift V auswählen und LibreOffice dann bestimmen lassen, oder wir können selber bestimmen, hey LibreOffice, bitte importiere mir das wie folgt. Und da empfehle ich euch am liebsten oder am besten den unformatierten Text, denn dann ist es wie wenn ihr es zuvor dazwischen in den Texteditor kopiert und dann nochmal von dort kopiert und einfügt. Kenne ich auch, dass das manche machen. Braucht ihr gar nicht, könnt ihr direkt mit Steuerung Shift V machen und dann den unformatierten Text auswählen. Und dann kommt das komplett ohne Formatierung rein. Aber dadurch, dass wir unsere Vorlage aktualisiert haben, ja, dann müssen wir uns nicht mehr immer um die Formatierung jedes einzelnen Absatzes kümmern. Eine Sache vielleicht nochmal zu den Absätzen. Die werden ja, wenn wir eine neue Zeile machen, automatisch generiert. Wenn man das nicht haben möchte, wenn man einfach eine neue Zeile in einem Absatz haben möchte, dann können wir Shift-Eingabetaste drücken. Und damit haben wir eine neue Zeile gesetzt. Jetzt haben wir hier beim Blocksatz das Problem, dass die letzte Zeile noch komplett ausgeschrieben wird. Das kann man umstellen. Schauen wir mal, ob ich es direkt finde. Dafür gehen wir in die Eigenschaften vom Blocksatz. Irgendwo gibt es das. Reiche ich notfalls nach. Ich glaube, ich finde es gerade nicht auf Anhieb, reiche ich notfalls nach. Kann man aber auf jeden Fall auch einstellen, dass die neue Zeile oder dass die letzte Zeile dann sozusagen zusammen ist und dann, dass man diesen Abstand drum hat. Würde ich das unbedingt in der normalen Benutzung empfehlen? Nein, würde ich nicht. Wenn ihr dann wirklich einen neuen Absatz machen wollt oder ich sag mal diese Zeile direkt da dran klatschen wollt, dann schaut einfach mal bei diesem speziellen Absatz, dass ihr den Platz zwischen dem Absatz und dem nachfolgenden hier ändern könnt. Können wir beispielsweise mal auf 0 stellen. So, genau, damit sind wir durch und können dann diesen Absatz auch nochmal so entfernen, notfalls. So. Das wäre es soweit erstmal dazu gewesen. Gibt es noch Fragen zur generellen Formatierung an sich? Das ist erstmal gut. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zum Bild. Wir können irgendwelche Bilder einfügen. Nehmen wir doch mal ein Hintergrundbild. Nebenbei, wenn ihr Bilder relativ schnell aus dem Internet kopieren möchtet, geht auf irgendeine Bildersuche eurer Lieblingssuchmaschine und wählt Rechtsklick aus und dann könnt ihr hier sagen, Grafik kopieren, müsst ihr nicht runterladen, sondern könnt ihr einfach hiermit kopieren und dann entweder Rechtsklick einfügen oder einfach direkt STRG-V mit einfügen. Ansonsten geht auch häufig, nicht immer, einfach ein Drag-and-Drop, zack, kopieren. Und macht er dann soweit auch. Macht er mit Bereich einfügen, er will sogar eine Verknüpfung anlegen. Manchmal macht er irgendeinen Mist. Bei reinen Bildprogrammen funktioniert das besser. Manchmal funktioniert es bei Internetseiten auch ganz gut. Aber notfalls hier Rechtsklick, Grafik kopieren und dann einmal einfügen. Machen wir einfach mal, ich mache eine neue Zeile rein und dann haben wir hier das Bild drinnen. Jetzt möchte ich aber dieses Bild irgendwie bändigen, denn ich glaube, jeder von euch kennt es. Wenn wir jetzt das Bild ein bisschen kleiner machen und irgendwo hinpacken, können wir hier schon so ein bisschen hinpacken, aber es sieht immer schlecht aus. Beispielsweise ist der Text direkt an dem Bild dran und wenn ich jetzt irgendwie eine neue Zeile mache manchmal oder das ein bisschen verschiebe, ich glaube, ihr kennt das, dann verschiebt sich das Bild auch wieder und wir können wieder von vorne mit dem Formatieren anfangen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das richtig zu machen. Und da zwar gehen wir dafür auf das Bild und dann sehen wir auch sofort, dass sich oben diese Ansicht ändert.
Und dort können wir die Verankerung auswählen. Kann ich mal auswählen. Und dann, die ist standardmäßig als Zeichen eingefügt. Also quasi als Buchstabe, orientiert er sich irgendwo an dem Buchstaben, wo der gerade ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen das meistens vom Absatz abhängig machen. Das heißt, ich sage hier Verankerung am Absatz. Dann ändert sich dieses Ankerzeichen hier auch. Und damit ist dieses Bild jetzt immer in Abhängigkeit vom Anfang des Absatzes sozusagen. Verfügbar bzw. positioniert sich da. Das können wir auch noch mal ein bisschen spezialisieren. Hier über beispielsweise den zentrierten Modus. Wir können es natürlich links einmal reinpacken, hier einmal rechts, unten, oben vom Absatz und so weiter. Ich lasse es jetzt mal rechts oben. Jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, dass wir jetzt hier nicht direkt den Text daran zu enden haben. Das können wir machen, indem wir einen Rechtsklick auf das Bild auswählen und die Eigenschaften auswählen. Und dort können wir den Umlauf auswählen. Hier können wir einmal auswählen, wie der Umlauf aussehen soll, beispielsweise ob der Text danach sozusagen erscheinen soll, nach dem Bild, ob er davor erscheinen soll, so wie es jetzt gerade ist, oder ob es optimal, also automatisiert von LibreOffice ausgewählt werden soll. Kann ich euch empfehlen, dass ihr es auf optimal haltet. Meistens macht das Sinn, bei einem ganz speziellen Fall macht das keinen Sinn, da kommen wir gleich dazu. Und dann könnt ihr hier einmal den Abstand verändern. Das machen wir jetzt einmal mal hier über 50, 0,5 cm beispielsweise. Ich sage okay. Und dann haben wir jetzt hier den Text schön gebändigt, sage ich mal, um das Bild herum. Und dann sieht das doch direkt noch mal ein bisschen nach mehr aus. Der Anker ist dafür, wenn wir unseren beispielsweise das in irgendeinen anderen Absatz reinfügen wollen, dann sind wir ja meistens ein bisschen perfektionistisch. Wir wollen das genau an den Anfang des Absatzes vielleicht packen und später, wenn wir nochmal hier Sachen ändern, nochmal den Text ändern und so weiter, kann sein, dass sich das Bild komplett verzieht. Damit sowas nicht passiert, einfach hier Verankerung am Absatz auswählen, aber dafür brauchen wir den richtigen Absatz, der ist jetzt hier noch oben gewesen eben. Jetzt, wenn wir es mal ein bisschen rumziehen, erkennt das LibreOffice meistens automatisch, dann ist es Anker jetzt, ist der Anker jetzt hier und dann können wir jetzt ganz einfach, wenn wir das einfach direkt an den Anfang packen wollen, über diese Ausrichtungen auswählen, hier beispielsweise oben am Anker ausrichten, zack, einmal rechts am Anker ausrichten, dann haben wir hier einen direkten schönen Schnitt mit dem restlichen Inhalt. Und damit hat man das eigentlich optimal schon angepasst und muss sich da nicht nochmal Pixel für Pixel durch das Verschieben dann, ich sag mal, durchschlagen. Eine Sache gibt es vielleicht auch nochmal, die man machen möchte. Und zwar sind das Beschriftungen von dem Bild. Man will ja vielleicht manchmal wissen, was da drauf ist. Das können wir machen, indem wir einen Rechtsklick auf das Bild auswählen. Und dann gibt es hier auch schon Beschriftung einfügen. Da ist es. Kann man aber auch hier oben drüben machen. Da Beschriftung auch ganz, ganz groß nebenbei. Also schaut euch gerne mit dieser neuen Benutzerleiste, ist gar nicht mehr so neu heutzutage, das gerne noch mal ein bisschen an. Da findet man ganz, ganz viele LibreOffice-Versionen, die man am Anfang vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Lohnt sich, das mal durchzuschauen. Wir gehen hier mal auf die Beschriftung und dann können wir eine Beschriftung einfügen, können das sogar nummerieren lassen automatisch, also auch was für eine Kategorie das ist. Wenn ihr da eigene Kategorien haben wollt, kann man die auch nochmal anpassen. Das lässt LibreOffice alles mit sich machen. Und dann können wir hier mal irgendwas beschreiben. So, und dann können wir auf OK drücken. Und dann haben wir hier direkt nochmal eine Beschreibung. Jetzt haben wir uns aber nochmal was zusätzlich ins Haus geholt. Das ist dieser Rahmen. Also wir sehen hier so ein bisschen was und wir sehen da unten nochmal ein bisschen was. Das heißt, dadurch, dass wir eine Beschriftung eingefügt haben, haben wir so ein neues LibreOffice-Objekt eingefügt, was zum einen den Text beinhaltet, als auch dieses Bild. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendetwas verschieben möchtet oder wenn ihr das Bild jetzt mal verschieben möchtet, müsst ihr schauen, dass ihr nicht dieses Bild auswählt, denn wenn ihr jetzt auf das Bild schaut, hat sich der Anker von dort hierhin bewegt, in diesen Rahmen rein, weil das Bild abhängig von diesem Rahmen ist. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir das auswählen, dass wir diesen Rahmen auswählen. Und jetzt haben wir wieder den Anker dort
und können das dann wieder so reinpacken, wie wir möchten. Einen Fall möchte ich euch nochmal zeigen für die Bilder, und zwar ist es mittig. Ja, wir wollen den Text eventuell jedenfalls nicht neben dem Bild irgendwo haben, das heißt nur oben und unten. Das können wir machen, indem wir den Textumlauf ändern. Kann man hier einstellen oder hier auch über die Icons. Ich sage keinen Textumlauf. Und damit ist dieses Bild auch komplett vom Text befreit. Gibt es Fragen zu Bildern, Objekten zum Einfügen, wie sich das im Text verhält? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal weiter. Das haben wir auch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Tabellen etwas genauer an. Generell ein Vorwort zu den Tabellen. Wenn ihr wirklich irgendwelche größeren Tabellen machen wollt, dann macht das in LibreOffice Calc. Denn klar unterstützt LibreOffice Writer auch Tabellen, aber die verhalten sich in vielen verschiedenen Situationen etwas anders. Das heißt, wenn ihr da wirklich ein bisschen rumkalkulieren wollt, erstellt euch am besten die Tabelle in LibreOffice Calc. Dazu gibt es nämlich nebenbei auch einen Crashkurs. Wir hoffen mal, das Bild kommt gleich, da ist es wieder. Macht dort eure Sachen und kopiert am Ende einfach diese Tabelle aus LibreOffice Calc raus und fügt ihr den LibreOffice Writer ein, dann ist es ein anderes Objekt, handhabt LibreOffice nochmal anders und dann ist diese Tabelle auch, ich sag mal, am besten eingefügt. Versucht sie nicht in LibreOffice Writer zu erstellen, wenn ihr da viele Summen, Berechnungen und so weiter drin habt, weil das ist ein bisschen hakelig. Das schon mal vorweg. Bei den Tabellen können wir uns das auch nochmal anschauen. Machen wir hier einfach mal nebenbei. Jetzt, wenn ich das Bild noch mal ein bisschen verschieben möchte, ziehen wir uns das mal hin. Zack, da haben wir ihn. Schieben wir uns das mal dahin. Ich nehme mal den Textumlauf wieder auf optimal, auf dieses rote. Zieh das noch mal rein. Und dann passt das. Nebenbei, was wir vielleicht auch, lass uns erstmal die Tabellen machen. Was ich jetzt einfach machen kann, um eine Tabelle einzufügen, haben wir schon vorhin ganz, ganz, ganz kurz gesehen. Wir haben hier einmal das Tabellen-Einfügen-Zeichen und dort können wir dann direkt auswählen, wie viele Zeilen und Spalten wir brauchen. Ist ganz nützlich, kann man natürlich aber später nochmal ändern. Dafür können wir hier dann diese Icons, wenn wir die Tabelle ausgewählt haben, nochmal bedienen, können wir neue Zeilen einfügen, Zeilen löschen beispielsweise, Spalten einfügen und Spalten löschen. Genau. Wenn wir diese Spalten wieder gleich ziehen wollen, können wir über Rechtsklick darauf die Größe der Spaltenbreite, Spalten gleichmäßig verteilen, können wir dann wieder gleichmäßig verteilen. Wenn sich das verzieht, hilft tatsächlich meistens ziemlich sehr. So, eine Sache gibt es auch nochmal, beispielsweise wir schreiben mal ganz, ganz kurz das Programm nach, dass wir da so ein bisschen Inhalt haben. Das heißt, wir haben hier einmal Uhrzeit. Haben einmal den Titel. Na, möchte ich vielleicht nochmal drin haben. Und dann haben wir hier nochmal den Referent beispielsweise. Das reicht vielleicht erstmal, dann schmeißen wir die anderen Tabellen mal raus. Die anderen Spalten, meine ich, können wir hier einfach auswählen und dann die ausgewählten Spalten löschen. Und hier dann beispielsweise nehmen wir vielleicht mal den Titel ein bisschen größer. Dann haben wir das so einmal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei LibreOffice mit Tabellen, zu arbeiten. Unter anderem beispielsweise, was ich auch mit LibreOffice umgesetzt habe, ist so ein Semesterprogramm, nennt sich das. Das heißt, man hat ein kleines, aufklappbares Büchlein sozusagen, in DIN A6 Seiten, glaube ich, die sozusagen aneinandergereiht sind, mit ganz, ganz vielen kleinen Spalten und Tabellen. Dazu habe ich tatsächlich LibreOffice Writer mit diesen Tabellen verwendet, weil man das erstmal schön an die Seiten anpassen kann und dann einfach direkt nochmal eine Struktur hat und beispielsweise natürlich auch hier in dieser Tabelle die Umrandung auswählen kann. Können wir einmal hier machen über Umrandungsstil. Kennt wahrscheinlich jeder von euch, können wir auch auf keinen stellen. Dann sieht das hier nochmal ein bisschen anders aus. Jetzt wollen wir aber eventuell den Platz innerhalb einer Zelle dieser Tabelle nochmal
vergrößern. Ne? Bis jetzt sieht das ziemlich rangequetscht aus. Das können wir ganz einfach machen, indem wir gewisse Spalten, Zeilen, Reihen oder die gesamte Tabelle auswählen. Das bleibt komplett bei euch. Und dann könnt ihr auswählen mit dem Rechtsklick da drauf. Und dann gehen wir in die Tabelleneigenschaften. Und dann können wir hier, ich glaube, Umrandung müsste es sein, können wir hier den Innenabstand einstellen. Genau, da haben wir ihn. Und dann können wir hier beispielsweise überall mal 0,1 cm auswählen. Ich sage okay. Und dann haben wir das nicht ganz so nah am Rahmen drin. Allerdings muss man sagen, LibreOffice hat da noch den einen oder anderen Fehler. Wenn ihr dann beispielsweise nochmal die Umrandung ändert, dann setzt sich teilweise dieser Innenabstand nochmal zurück. Das heißt, schaut, wenn ihr da nochmal umrandungstechnisch was ändert, dass ihr das ganz, ganz am Ende nochmal anpasst. LibreOffice ist da nicht ganz so konsistent leider an diesem Punkt. So, das ist es eigentlich schon mal erstmal ganz grob. Eine Sache natürlich könnt ihr auch machen, wir können Summen erstellen. Wenn wir jetzt beispielsweise nochmal eine neue Spalte erstellen und sagen Dauer beispielsweise, nehme ich einfach mal 60 Minuten, 60 und 60 einstellen. Und dort können wir dann natürlich auch über eine Summe reingehen, können wir hier schon direkt auswählen. Und dann ist die Frage, ja, wie kriege ich jetzt diese ganzen Zeichen oder die ganzen Spalten hier rein? Ich kann das hier einfach auswählen, zack, und dann schauen wir mal, ob er es so direkt möchte. Mag er so direkt, perfekt. Man kann auch solche Sachen wie Zahlenformate einstellen. Sehen wir hier einmal Zahlenformat, Datum, Prozent, Währungen sind vielleicht immer ganz hilfreich. Und das funktioniert schon, aber wie gesagt, beispielsweise wenn man jetzt hier, wenn man eine Rechnung manuell beispielsweise erstellt und dort dann nochmal verschiedene Spalten und Zeilen verändert, dann können sich diese Formeln relativ schnell zerlegen. Von daher, solche Sachen sind manchmal LibreOffice Calc besser. Vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen komplizierter wird von den Formeln, ist das einfach ein bisschen konsistenter. Genau, das wäre es ganz grob zur Tabelle. Eine Sache gibt es auch nochmal. Es gibt solche Tabellenvorlagen, womit wir solche Sachen vorformatieren können. So super ist der Standard nicht, aber eventuell hilft es euch für den einen oder anderen Augenblick. Wir können hier auf Tabellenvorlagen, Autoformat gehen und dann haben wir hier verschiedene Stile direkt. Ein akademisches Stil beispielsweise, können wir mal auswählen. Oder irgendwelche Listen, eine blaue Liste beispielsweise. Dort können wir auch auswählen, was wir von der Formatierung bestimmen wollen. Wenn wir nur uns die Farben mitnehmen wollen, dann können wir hier auch einfach nur die, ich denke, es wird so oder so übernommen. Ah, hier sehen wir dann die Vorschau. Muster, das Muster sind die Farben, können wir hier einfach mal alles auswählen, sagen okay. Und dann haben wir nur diese Farben geändert und haben hier auch nochmal direkt ja, so eine kleine Formatierung. Macht manchmal Sinn. Ich muss sagen, ich habe häufig die Tabellenvorlagen auch manuell dann, ich sag mal, angepasst, weil der Standard, der lässt da manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Nebenbei, wenn ihr LibreOffice erweitern wollt, gibt es eine total coole Seite. Und zwar ist das Extensions LibreOffice. Da haben wir es, Erweiterungen, das müsste es sein. Ich suche schnell den Link. Da, extensionslibreoffice.org, da haben wir ihn doch. Dort gibt es auch neben Erweiterungen, die man da installieren kann, beispielsweise eine klassische Erweiterung ist Zotero, wenn man, ich sag mal, Richtung wissenschaftliche Arbeiten geht, kann man dort sein Literaturverzeichnis sozusagen mit aufbauen. Dort können wir aber auch verschiedene Vorlagen beispielsweise herunterladen, wenn man mal schnell Briefe beispielsweise erstellen möchte. Habe ich letztens ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Kann man hier auch tatsächlich Briefe in DIN-Form auch schon herunterladen, was jemand schon mal für uns übernommen hat, denn wir alle haben ja manchmal die gleichen Probleme. Und da ist extensionslibreoffice.org eigentlich ganz cool und wissen ganz, ganz viele gar nicht, dass es diese Seite in der Hinsicht gibt. Und dort könnt ihr auch neben Vorlagen auch noch viele, viele weitere Sachen, wie beispielsweise auch Tabellenvorlagen dann dementsprechend runterladen. Könnt ihr einfach mal durchstöbern. Kleiner Tipp am Rande. Genau, eine Sache möchte ich euch nochmal erklären. Wir haben uns noch gar nicht so richtig um die Struktur eines Dokuments gekümmert. Wir können relativ einfach, wenn wir jetzt einfach mal das Wort hier nehmen,
das in Überschriften ändern. Macht das bitte über diese Formatvorlagen. Ändert für euch gerne diese Formatvorlagen dann um. Haben wir ja kurz gezeigt, wie das funktioniert. Beispielsweise, wenn ihr eine andere Schriftart wollt, können wir hier das ändern. Roboto beispielsweise nehmen wir einfach mal, was wir uns installiert haben. Beispielsweise Roboto Black. Und dann können wir das hier einmal aktualisieren. Ausgewählte Formatvorlage aktualisieren. Dort können wir das machen. Zack. Und dann, wenn wir jetzt irgendwo nochmal eine Überschrift einfügen, klar, ist diese Überschrift natürlich auch nochmal direkt vorausgewählt, das ist klar. Aber das Schöne ist, wenn wir jetzt nochmal eine andere Überschrift hinzufügen, die etwas kleiner ist sozusagen, eine Überschrift 2. Machen wir einfach mal, hiermit einfach, zack. Ziehen wir uns mal rein, sagen wir Überschrift 2, reicht für mich erstmal. Und dann einmal ein Inhaltsverzeichnis generieren wollen, kann das LibreOffice dann so schon standardmäßig. Wir können dafür beispielsweise einfach ein paar Zeilen drüber gehen. Wir können auch eine Titelseite einfügen. Das geht dann über Layout. Titelseiten sind auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Universum in LibreOffice. Möchte ich in diesem Vortrag der Länge geschuldet nicht groß weiter darauf eingehen. Aber wir können hier unter Verweise können wir ein Inhaltsverzeichnis ganz einfach einfügen. Zack. Wir sagen, können den Titel einstellen, was für ein Typ ist es. Wir können nebenbei auch Abbildungsverzeichnisse einstellen und so weiter. Das verlinkt sich dann auch mit den Bildern natürlich. Wir sagen okay und dann tut er uns das hier schon generieren. Jetzt, wenn wir aber immer eine neue Seite haben wollen, ist vielleicht auch noch so eine Sache, das Inhaltsverzeichnis soll für sich stehen, empfehle ich euch, nicht über diese neuen Zeilen zu gehen, sondern es gibt dafür eine ganz einfache Funktion. Wird viel zu selten genutzt, finde ich. Und zwar der Seitenumbruch können wir einfach einfügen oder bei Layout müsste es sicher auch zu finden sein. Zack, Seitenumbruch. Und dann haben wir da immer eine cleane neue Seite. Immer wenn man ein großes neues Kapitel anfangen möchte, macht das vielleicht auch Sinn. Eine Frage? Kann er die Überschriften auch automatisch durchnummerieren? Ich möchte sowas haben wie Kapitel 1, Abschnitt 1.2 und ab 1.1.3 und so weiter. Ja, also Durchnummerierung von Inhaltsverzeichnissen, also von Kapiteln müsste gehen. Habe ich mich aber tatsächlich noch nicht mit beschäftigt, ist auch nicht ganz so trivial, kann ich aber mal nachschauen. Also, ja? Ich mache bei der ersten Begriff eine 1 an, bei der zweiten eine 2 und das macht automatisch. Ach, okay, das heißt, check das dann. Ja, und dann, wenn du eins packst, glaube ich, dann müsste. 1 Punkt, sagst du? Genau, und dann müsste eigentlich, dann beim das nächste Mal den Begriff machst, eigentlich. Machen wir mal. Ich das nochmal als Begriff markieren. Ja, machen wir mal raus. Zack. Test, Test, sagen wir mal Überschrift. Wir schauen mal vielleicht, dass wir das 1.2 machen. Ne? Dann weiß es auf jeden Fall, hoffentlich. Zack, Test, Test, dann sage ich hier Überschrift 1. Macht jetzt bei mir in dem Fall nicht. Kann man aber nochmal nachschauen. Werde ich nachschauen und werde ich nachreichen auf jeden Fall. Ist auch eine gute Idee. Ist nicht ganz so trivial. Irgendwann habe ich mich noch mal ganz kurz mit beschäftigt. Für mich war es nicht wichtig, von daher habe ich das noch nicht nachgeschaut. Sind die Zahlen am Ende die Seitenzahlen? Genau, die Seitenzahlen sind am Ende die, also die Zahlen, die wir da sehen, sind die Seitenzahlen am Ende. Und das Schöne ist, das möchte ich euch noch mal am Ende zeigen, wir können das Ganze mal als PDF exportieren, direkt als PDF exportieren, zack. Kann man, ja. Reicht erstmal, ne? Kann man natürlich auch noch mal einige Einstellungen vornehmen, kann ich vielleicht gleich noch mal ganz kurz erwähnen. Und wenn wir jetzt das hier öffnen, können wir hier auch auf diese verschiedenen, wenn wir unser Inhaltsverzeichnis gedrückt haben, erstellt haben, können wir hier einfach auch mit einer Verlinkung auf den jeweiligen Titel gehen. Und wir sehen auch hier links das Inhaltsverzeichnis auch noch mal. Von daher, das macht schon Sinn, diese Vorlagen zu nutzen. Da erspart ihr euch einiges an Arbeit und wenn ihr das dann exportiert, ist schon deutlich schöner gemacht. Genau. Ja, das wäre es soweit dazu. Vielleicht nochmal zum Exportieren von Sachen. Wenn man Dokumente auf mehrere Seiten pro Seite ausdrucken möchte beispielsweise, dann gibt es da eine sehr, sehr tolle Funktion. Wir können hier einfach mal auf Drucken gehen und können hier bei Seite, wo ist es, wo ist es? Ja, Seite pro Tabelle. Seiten pro Blatt können wir hier einstellen und dann können wir hier entweder vorkonfigurierte nehmen, dass wir einfach sagen, okay, wir möchten, ja, das
so haben, wie ihr hier seht. Ich glaube, Bilder sagen da mehr als Worte gerade. Wir können es auf ein Vierer-Layout einstellen oder man kann auch was Benutzerdefiniertes machen. Das habe ich dann für diese kleinen Programme beispielsweise gebraucht, die ich erstellt habe, diese kleinen Tabellen, die man dann falten konnte. Dort habe ich dann beispielsweise gesagt, ich möchte eine Seite zu 4 und dann kann ich hier die Papiergröße nochmal ändern beispielsweise und dann kann man da auch nochmal ganz spezielle Formate auswählen, wenn man das braucht. Den Abstand zwischen den Seiten einstellen und so weiter und so fort. Rahmen braucht man wahrscheinlich heutzutage weniger. Aber da gibt es auf jeden Fall dann doch coole Optionen, nochmal sowas zu drucken. Nebenbei, wenn ihr das in PDF-Form haben möchtet, manche von euch werden es schon kennen, können wir bei Drucker auch immer in Dateidrucken auswählen und dann schmeißt uns eine PDF raus, als ob wir es drucken würden, aber eben in einer Datei. Ja, eine Frage nochmal? Nee, Entschuldigung, ich beantworte meine Frage gleich selbst. Es gibt in Extras einen Abschnitt Kapitelnummerierung. Da kann man ausführlich definieren, ob und wenn ja, wann, ob wenn ja, wie die Kapitel durchnummeriert werden. Ja, also bei der Kapitel-Durchnummerierung können wir vielleicht nochmal zum Ende kurz machen. Wir gehen nebenbei, wenn wir diese Leiste da oben wieder anzeigen lassen wollen, das ist nervig, das haben wir ja hier gerade nicht, kann man das hier bei, irgendwo findet man das, Symbolleisten, hier ist es glaube ich nicht, anpassen ist es auch nicht, irgendwo findet man das, hier bei Datei, da findet man die Sachen glaube ich, nee, ich reiche das mal nach, manchmal ist LibreOffice schon relativ groß in der Hinsicht. Notfall, ich glaube, man kann es auch mit einer Tastenkombination wiederherstellen, die weiß ich gerade nicht. Kann man notfalls nochmal kurz hier auf die Symbolleisten gehen. Irgendwo kann man die mit einfügen nochmal. Und bei Extras sagst du. Ne? Und dann kann man hier über die automatische Kapitelnummerierung, hier haben wir so, können wir auswählen und dann können wir sagen, beginnen mit dieser Nummer und so weiter. Cool. Okay. Dann wäre ich soweit erstmal durch. Gibt es nochmal generell Fragen? Ich würde hier mal anfangen. Du sagst, oder so, ich halt als Verlinkung gemacht von gewissen Dateien oder Abkürzungen. Nochmal Verlinkungen von. Oder irgendwelche speziellen Wörter, die ich irgendwo weiter unten nochmal definieren möchte, aber eine Verlinkung haben wir. Ja, das sind. Das kann man unter Verweise machen. Da mal die Verweise anschauen. Das geht auf jeden Fall. Ich öffne ihn noch mal kurz. Zack. Genau, genau. Ja, ja. Schau dir mal Verweise an. Da funktioniert es auf jeden Fall. Ja, ja. Weitere Fragen? Ja. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch referenzieren. Wenn immer mal die Tabelle ändert, dass die dann sofort aufzeigen. Referenzen von verschiedenen LibreOffice-Dokumenten in anderen müsste es geben. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ja, aber so sollte auf jeden Fall sein. Ja, genau. Also vor allen Dingen, also man muss sagen, Tabellen sind unter LibreOffice Writer nicht so super stark. Sie erlauben relativ viel, aber vor allen Dingen, wenn es dann in Richtung Automatisierung geht, kann man es ein bisschen vergessen, leider. Sind sie ein bisschen schöner als die Tabellen mit LibreOffice Calc? Die Tabellen mit LibreOffice Calc, würde ich sagen, kann man genauso schön machen. Also da gibt es keinen Unterschied. Bei LibreOffice Calc, wenn man beispielsweise nochmal mehr Text in eine Spalte reinfügen kann, gibt es dort einen Zeilenumbruch, den man dort aktivieren kann und dann packt er das auch einem rein, ohne mit diesem roten Pfeil dann den Text sozusagen zu verbergen. Das funktioniert und also beispielsweise Programme oder sowas, also was wir hier so ein bisschen angefangen haben, wenn man da einfach nur das simpel machen möchte, habe ich glaube ich häufig auch auf LibreOffice Calc gemacht. Da ist dann die Druckansicht auch nochmal ganz interessant, wie groß man das haben möchte, mit welchen Abständen. Das genau, funktioniert ziemlich gut. Habe ich in den Videos da nochmal gezeigt, vielleicht das nochmal am Ende erwähnt. Gehen wir mal auf linuxguides.de, da ist mein YouTube-Kanal verlinkt unter anderem. Und dort, nebenbei werden auch die Keylogs übertragen, das heißt, falls ihr nicht die ganzen 3 Tage da sein solltet, könnt ihr das auch live mit zusehen. Und dort schauen wir mal, haben wir auch Crashkurse direkt irgendwo verlinkt.
da irgendwo Linux als Crashkurse. Und da sind die Tabellen dann drin. Machen wir es mal raus. LibreOffice Calc Crashkurs, Writer Crashkurs, sehr zu empfehlen. Vielleicht auch nochmal den Leuten, die das vielleicht auch nochmal brauchen könnten, gerne zum Weiterempfehlen. Ja, die Zeit ist vorbei erstmal. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Nebenbei möchte ich nochmal ganz kurz Werbung machen. Falls ihr nochmal mit mir ins Gespräch kommen wollt oder nochmal weitere Fragen rund um Linux, vor allen Dingen im Desktop-Bereich habt, bin ich unten an der Treppe fast die ganze Zeit über. Und die Praxis von Mr. Panic und Dr. Kernel, dort können wir mal vorbeischauen. Ja. Sonst bedanke ich mich ganz herzlich. Und dann geht es weiter mit dem lieben Klaus in nicht mal 10 Minuten.